Willkommen auf der Labercouch. Heute geht es um Jay und Aria. Wen? Das ist Jay und das ist Aria und zusammen sind die Legendaria Films. Oh, I feel brainwashed. Die beiden sind Filmemacher oder Autorenfilmer. Wenn ich sie bei einer meiner Reviews vorstellen würde unter den Geburtstagskindern, was schwierig ist, keiner hat eine Ahnung, wann die Geburtstag haben, dann sähe das etwa so aus. Die Schauspieler, Regisseure, Produzenten, Drehbuchautoren und Musiker Jay Samuels und Aria Lee. All in all sind das also Künstler. Die beiden sind vornehmlich auf YouTube unterwegs. Ihr Hauptkanal besteht seit dem 25.09.2011. Echt lang. Und hier gibt's ja, Infotainment, Listen über Filmfehler, Theorien, aber auch eigene Kurzfilme, Sketches, verschiedentliche kreative Auswüchse. Ja, lassen wir so stehen. Dazu betreiben beide jeweils noch eigene Kanäle, worauf sie ihre Musik mit Videos veröffentlichen. Und daneben führen sie auch noch einen eigentlich ganz guten Podcast. Podcast, I'm sorry. Dies sei alles erwähnt fürs Gesamtbild. Ja, die sind auch auf Insta und vielleicht TikTok. Soweit bringt mich keine Recherche. Aber ja, ich verlinke hier alle YouTube-Kanäle. Das ist schon genug, denke ich. Heute möchte ich das Augenmerk auf die Wunde legen. Den Hauptkanal. Seit dem 20.12.2021, als das letzte reguläre Video kam, war da Funkstille. Erst am 20.02.2023, also ein gutes Jahr später, kam das nächste Video. No One Home, wo bleiben Jay und Aria? Gute Frage. Und darin sagen sie Folgendes. Oh Mann, das Internet wird voll mit Videos sein, wo sich Leute fragen, wo wir bleiben. Ja. Okay, nicht ein Video. So irrelevant für YouTube Deutschland können wir unmöglich sein. Das merken wir uns mal. Dann kam kurz darauf, am 6.3., ein neues Video von ihnen, die Gerichtsverhandlung. Und dann noch am 10.3., also sehr kurz danach, gab es ein gemeinsames Musikvideo. Und seither kam auf dem Hauptkanal einfach nichts. Wieder seit einem guten Jahr. Und bevor die beiden sich beschweren über angebliches Desinteresse, ne, hier, Video, Interesse. Wo bleibt ihr Jungs? YouTube Deutschland hätte Leute wie euch echt mehr nötig. Leidenschaftlich, talentiert, charismatisch, brandsafe. Nun stellt sich die Frage, dürfen wir Zuschauer, und ich bin auch Zuschauer, ich kenne die nicht, dürfen wir Zuschauer erwarten, dass da wieder mal etwas kommt? Ich meine, wir haben die groß gemacht. Die schulden uns was? Nein. Leider gar nicht. Man bedenke, die beiden sind erwachsene, mündige, selbstbestimmte, freie Menschen. Sie entscheiden, was sie tun und was sie lassen. Und sie haben in einem Video schon erklärt, was ihre Gründe sind für Tun und Lassen. Wir dürfen es schade finden, dass nichts kommt auf dem Hauptkanal. Wir dürfen darüber traurig sein. Wir dürfen sie vermissen. Gefühle sind okay. Aber keine Erwartungen. Die sind nicht angebracht. Ich weiß, ich höre es auch nicht gern, aber es ist so. Hoffen allerdings dürfen wir. Und warum dürfen wir hoffen? Den nächsten Teil, den formuliere ich mal in Worten an Jay und Aria. Die werden das nicht sehen, aber als Stilmittel, ne? Okay, Jungs, erstmal Glückwunsch zu eurem musikalischen Schaffen und eurem Podcast und auch den Synchronsprecherrollen. Das habt ihr letztens auch gemacht. Und danke für die langjährige Arbeit. Ihr habt uns Massen an Unterhaltung und Infos geboten. Punkt. Keine Relativierung. Die Stille auf Publikumsseite während eurer Inaktivität bedeutet nicht kein Interesse. Es bedeutet, ihr habt eine vernünftige, verständnisvolle Community, die respektiert, wenn ihr mal eine Pause oder auch einen Tapetenwechsel braucht. Ich meine, nach über einem Jahrzehnt, das sieht man auch in den Kommentaren unter den letzten Videos von euch. Und vergesst nicht, nur so nebenbei, eure Community nennt man auch Millionenpublikum.
Das Publikum bei euren filmbezogenen Sachen wird sicherlich eine gewisse Schnittmenge aufweisen zu dem bei eurer Musik. Aber es wird nicht genau dieselbe Gruppe sein. Das ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Es sind halt verschiedene Interessen, verschiedene Kunstformen. Es gibt sicher viele Leute, die eure Filmsachen mögen und halt eher auf, keine Ahnung, Country stehen. Das heißt, wenn ihr denn mal wieder Lust habt, filmisch zu wirken auf eurem Hauptkanal, sind da einige Leute, die sehnsüchtigst darauf warten. Und wenn es alle 2-3 Monate mal ein Video auf dem Hauptkanal ist, die lächerlichsten Superheldenkostüme, whatever, dann hättet ihr ein wohlwollendes, ich sag's nochmal, Millionenpublikum. Und es ist was Wunderbares für einen Künstler, ein Publikum, eigentlich egal wie groß, zu haben, zu erreichen und zu bewegen. Was ihr geschaffen und geschafft habt, ist nicht selbstverständlich. Und ihr könnt jederzeit zurückkommen. Ihr habt ja kaum Abonnenten verloren. Das ist auch gar nicht selbstverständlich. Ihr habt sozusagen also ein Publikum auf Abruf. Okay, es reicht mit diesem Stil. Ich rede jetzt wieder mit allen anderen außer den beiden. Wir dürfen also hoffen, denn wir als Audience sind noch da und Künstler bleiben Künstler. Und die lieben Film. Auch die Arbeit an ihren Hauptkanal-Videos. Wir lieben es immer noch, YouTube-Videos zu machen. Und ihr Filmherz sieht man ja auch bei ihren Musikvideos. Wir werden wieder zueinander finden. Denn Publikum und Künstler brauchen einander. Daraus schöpfe ich zumindest meine Hoffnung, dass da wieder mal was kommt. Und bis dahin gibt es ja auch noch anderen Content wie gehabt. Den Podcast, die Musikvideos. Und falls euch die Musik vielleicht nicht entspricht, die Videos sind trotzdem Jay und Aria pur. Die kann man sich trotzdem mal reinziehen. Ich denke, die werden wieder zurückkommen. Ob in 5 Jahren oder 5 Tagen, das ist ihnen überlassen. Obwohl, Murphy is my best friend, if I want it or not. Es kann sein, die Chance ist da, dass die ab morgen wieder regulär Videos droppen und dieses Video obsolet wird. Bei meinem Glück kann das sein, aber ich würde mich nicht beschweren. Das würde heißen, dass wir wieder Jay und Aria, also Legendaria Film, Videos kriegen. Übrigens würde das auch in die Timeline passen, die uns vorgestellt wird in die Gerichtsverhandlung. Die ist jetzt ausgelaufen. Wir wissen nicht, was kommt. Die Zukunft ist offen. Wir dürfen hoffen. Oh, das hat sich gereimt auf die klobigste Art und Weise. Entschuldigung. Aber selbst wenn nichts Neues kommt, die alten Videos sind ja immer noch da. Die kann man auch gucken. Oh, wisst ihr was? Ich tue euch in die Endcard und in die erste Zeile der Links in den Infos das erste Video rein, das ich von den beiden gesehen habe. Ja, das weiß ich noch. Das ist eine Story für sich. Soll ich die irgendwann mal erzählen? Ist das interessant? Persönliches Blabla von mir? Gebt Bescheid. Danke vielmals fürs Vorbeischauen. Like und oder Abo ist immer herzlich willkommen. How'd your reason be? Nein, das kann ich nicht bringen. Das wäre zu flach. Nee, wisst ihr was? Wir sehen uns in ihren Kommentaren. Unter diesem einen Video, das ich gerade genannt habe. Wie wäre das? Wir sehen uns dort. Oh, das gefällt mir als Ende. Wir sehen uns dort. Den behalte ich. Bei euren filmbezogenen. Nice.